Rezessionssorgen und die Enttäuschung über den doch sehr mickrigen Stimulus aus China hatten gestern zunächst die Märkte unter Druck gebracht, aber dann waren es zwei Aktien, zwei übliche Verdächtige, die das Ganze nach oben gezogen haben und damit kaschiert haben, dass die allermeisten Aktien gestern wieder gefallen ist. Die Rede ist von KI-Blasenhype-Aktie Nvidia natürlich und von Tesla, die jetzt sozusagen einen zweiten Blasenfrühling erlebt. Sehen wir uns mal die Ausgangskonstellation an. An dem Tag, an dem Jerome Powell heute vor dem Bankenausschuss des Senats aussagen wird. Wir hatten in der letzten Woche ja die FED-Entscheidung, Zinspause, die Dotplots, die Zinsprojektion der FED deuteten zwei weitere Zinsanhebungen an. Aber dann mit der Pressekonferenz von Powell ging es nach oben am Donnerstag letzte Woche dann eine Rallye, weil man sich gesagt hat, naja, die hätten ja doch die Zinsen anheben können, jetzt schon auf dieser Sitzung. Warum haben sie es nicht getan? Was soll dann die Aussage, wir werden die Zinsen noch zweimal anheben? Wir glauben das nicht so wirklich. Also Paul jetzt in einer schwierigen Situation, zumal er bei diesen politischen Konstellationen eingezwängt ist zwischen Demokraten, die sagen, wir wollen, dass jetzt mal Schluss ist mit den Zinsanhebungen, und Republikanern, die sagen, ach siehst du, die Inflation ist doch noch viel zu hoch. Schauen wir uns zunächst mal das Geschehen des gestrigen Tages an. Dow und S&P 500 im Minus, Nasdaq 100 nur leicht und Nasdaq im Minus, die Small Caps etwas mehr im Minus. Auffallend, das Plus des WIX, der ist auf 13,88 schafft mit einem Anstieg von 2,5%, aber der einzige Sektor, der gestern im Plus war, war Consumer Discretionary, also der Sektor, aus dem Tesla stammt. Tesla also hat es geschafft, diesen Sektor ins Plus zu ziehen, alle anderen Sektoren negativ, vor allem Energiewerte sehr negativ, Rezessionssorgen eben. Hier sehen wir mal, dass selbst die Big Techs nicht großartig zulegen konnten. Eine Microsoft verloren, Apple mehr oder weniger unverändert. Eine Meta hat noch gewonnen, ein bisschen eine Amazon, aber viel Rot insgesamt in dieser sogenannten Heatmap. Und jetzt schauen wir uns mal an, welche US-Firmen eigentlich am meisten wert sind auf der einen Seite und was sie eigentlich verdienen. Da haben wir an Nummer 1 Apple, dann Microsoft, was die Marktkapitalisierung betrifft. Und Nummer 5 und Nummer 6 sind Nvidia und Tesla. Nvidia jetzt über eine Billion Marktkapitalisierung. Schauen wir uns mal die 15 größten Firmen an in Sachen Einkommen, in Sachen Net Income, also Nettoverdienst, das was wirklich hängen bleibt. Dann sehen wir weder eine Nvidia noch eine Tesla unter den ersten 15. Ja, wie kommt denn das? Sondern wir sehen eine Nvidia, die die fünfthöchste Marktkapitalisierung hat, aber Nummer 132 im S&P 500, was den Umsatz betrifft, und Nummer 86, was das Einkommen betrifft. Und bei Tesla ist es Nummer 42 in Sachen Revenue und Nummer 24 in Sachen Net Income. Bei Tesla war es so, die ist vor allem gestiegen bei Rivian, ein Unternehmen, was wahrscheinlich schon bald wieder vom Markt verschwunden sein wird, was praktisch keine Autos verkauft, gesagt hat, okay, wir werden auch diese Aufladestationen von Tesla nutzen. Rivian hat eine Marktkapitalisierung von 15 Milliarden Euro. Tesla alleine hat gestern 45 Milliarden, vor allem durch diese Nachricht zugelegt. Das zeigt so ein bisschen die Relationen. Also, da ist ungemein viel Hoffnung in diesen Märkten, was diese beiden Aktien betrifft. Hier zum Beispiel bei Nvidia 40-fache des Jahresumsatzes, als hätte das Unternehmen null Kosten, keine Steuern, keine Mitarbeiter zu bezahlen, keine sonstigen Ausgaben. Das kann und wird nicht funktionieren. Die Frage ist nur, wann diese Blase platzt. Diese Frage gab es auch in der Dotcom-Blase, und ich weiß, Blasen können länger aufgeblasen sein, als man denkt, aber es ist dann ein Gesetz der Schwerkraft, dass das nicht funktionieren kann. Nvidia wird in diese Geschichte nicht reinwachsen können. Und schauen wir uns mal Tesla an. Da sind wir jetzt mit einem RSI von 86 gesegnet. Das ist sportlich. Das zeigt, dass man da ein bisschen was optimistisch ist. Es ist ja, in 4 Wochen beginnt die Berichtssaison. Ich bin mal gespannt, wie dann die Zahlen vor allem reinkommen werden. Wir haben jetzt Everyone is back in the pool, wie Goldman Sachs sagt, Sentiment Indikator. So hohe Positionierung auf der Longseite wie 2010, nicht mehr Call. Volumen extrem hoch, und es ist wahrscheinlich dieses Call-Volumen und die Zero-DTE-Optionen, also die Optionen, die am selben Tag verfallen, die verhindern, dass Schwäche in diesen Markt kommt, beziehungsweise wenn Schwäche da ist, die sofort wieder nach oben gekauft wird. Hier sehen wir mal diese Zero-DTE-Optionen jetzt fast für die Hälfte, also die Optionen, die am selben Tag verfallen, für die Hälfte aller Optionen hier
des gesamten Optionsvolumens hier zuständig. Und diese Optionen wiederum, die sind immer bedeutsamer geworden für die Märkte. Schauen wir uns mal die Top 10 Aktien an, etwa im Nasdaq. Dann machen die etwa 70% aus, die anderen 90 Aktien im Nasdaq 100 teilen sich dann den Rest. Und ähnliche beim S&P, aber der Index ist natürlich größer mit 500 Werten. Also wir haben diese Dominanz der großen Tech-Werte, die sich immer mehr zu einem Klumpenrisiko entwickelt, immer stärkere Konzentration, immer mehr, alle sind im selben Boot. Das geht so lange gut, bis eben das Boot kentert. Vorher sagen alle, was bist du denn für ein Idiot, dass du davor warnst, dass das Boot zu voll ist. Wenn das Boot gekentert ist, dann sagen ja, hat doch keiner wissen können, dass das Boot gekentert ist. Hier sehen wir mal einen Vergleich zwischen der globalen Liquidität, globale Geldmenge M2 und etwa dem S&P 500. Da gibt es eine gewisse Divergenz, das heißt, die Märkte laufen ihrer Liquiditätssituation voraus. Jetzt sind wir bereits in der sogenannten Blackout Period, also dass in dieser Zeit, in der die amerikanischen Unternehmen keine eigenen Aktien zurückkaufen dürfen, im Vorfeld der Präsentation ihrer Zahlen. 60% sind jetzt in der Blackout Period. Bis zum Ende der Woche werden es 85% sein, also die allermeisten. Dennoch sehen wir, dass die US-Indizes sich besser entwickeln als die ausländischen Märkte jetzt. Wir haben ja hier diese Underperformance gesehen, vor allem im Jahr 2022, also USA haben sich schlechter entwickelt als andere Märkte. Jetzt sehen wir, dass man Stück für Stück aufholt, eben wahrscheinlich in der Hoffnung, die Fed wird die Zinsen bald auf Null senken, genau. Und wenn wir beim Jahr 2022 sind, da hatten wir auch zwei große Rallyes, die sich dann als Bärenmarkt-Rallyes herausgestellt haben. Wird das diesmal so sein? Wissen wir noch nicht. Die Bären müssen hier noch ihren Case beweisen, sozusagen. Also praktisch zeigen, dass sie hier wirklich recht haben. Aber was wir hier in diesem Chart sehen beim Nasdaq 100 ist natürlich diese negative Divergenz oben mit totaler Überkauftheit. Diesmal ist alles anders. Wir sehen hier den Unterschied zwischen Smart Money Confidence und Dump Money Confidence. Also in Anführungszeichen das schlaue Geld und das etwas weniger schlaue Geld. Das driftet auseinander. Wir sehen vor allem, dass Privatinvestoren ja extrem euphorisch geworden sind. Put-Call-Ratio ganz unten. All das kennen Sie von mir, aber ich versuche da nochmal zu zeigen, einfach wie die Stimmungslage ist. Wo ist das Chance-Risiko-Verhältnis hier auf der Oberseite? Können wir weiter steigen? Ja, aber wie hoch ist das Potenzial auf der Unterseite, wenn etwas mal ins Rollen kommt, wenn diese rekordhohe Long-Positionierung dann eben mal rückabgewickelt wird? Hier sehen wir, dass eben diese Bewertungen auch gerechtfertigt werden, indem man sagt, naja, aber 2024 werden die ganz tolle Gewinne machen, die Unternehmen. Man hebt also die Earnings-Erwartungen an, die Erwartungen an die Gewinne und Umsätze der Unternehmen. Das ist im Vorfeld einer wirtschaftlichen Abschwächung, die immer wahrscheinlicher wird, natürlich mutig und nicht sehr rational. Das hat man 2008 schon gemacht und ist damit auf die Nase gefallen. Wenn wir kurzfristig nochmal in die Märkte reingehen, schauen wir uns gestern mal an, beim VIX wieder das Muster, Booms nach oben und dann so Stück für Stück abverkauft, und heute ist VIXpiration, also der VIX verfällt, die VIX-Kontrakte, und hier sehen wir bei gestern der Schlusskurs 13,88 beim VIX, und wir haben immens hohe Open Interest Bestände bei Niveaus über 14, vor allem bei 15, bei 16, das heißt, es dürfte den Versuch geben, heute der Market Maker den VIX irgendwie nach oben zu bringen, damit diese Puts letztendlich wertlos verfallen. Da ist eine Menge Geld zu machen. Jetzt dann eben die Aussagen 16 Uhr, wir werden darüber bei Finanzmarktwelt berichten, von Jerome Powell. Wahrscheinlich mit der Frage, naja gut, wenn ihr eure Inflationsprognosen anhebt, wenn ihr sagt, ihr wollt wahrscheinlich die Zinsen noch zweimal anheben, warum habt ihr es dann nicht getan? Dann wird Paul wahrscheinlich wieder sagen, naja, wir wollten mal gucken, wie sich diese ganze Bankenkrise entwickelt. Wir haben jetzt gesehen, dass wieder massiv Geld aus Konten von US-Banken abgeflossen ist. 79 Milliarden, das ist durchaus mehr als das BIP von manchen Staaten in einer Woche. Jedenfalls, da ist also einiges zu erklären. Wird er sozusagen diesem Misstrauen, dass die Fed in die, dass die Märkte in die Ernsthaftigkeit der Fed hat, wird er hier begegnen? Ja, nein. Wird er hier mal einen raushauen? Ja, nein. Bei der Pressekonferenz hat er das nicht gemacht, aber was die Fed eben fürchtet, ist so eine Art Repeat der 1970er Jahre, eine Wiederholung, wo wir, wie wir jetzt
eben auch sehen, dass die Inflationszahlen aufgrund des Basiseffektes alleine schon zum Vorjahresmonat rückläufig sind. Aber da kommt dann eben in der Regel die nächste Welle. Inflation verläuft in der Regel in Wellen. Hier sehen wir, dass wir jetzt in der Serviceinflation etwa auf dem Stand von 1971 sind. Das waren hochinflationäre Zeiten, damals mitbedingt durch die Ölkrise natürlich. Heute oder weitere Erholung jetzt bei Bitcoin. Finanzgrößen, einige Carlyle, wie sie alle heißen, die Schwab, die starten jetzt eine neue Kryptobörse. Die Deutsche Bank beantragt eine Lizenz als Kryptowerte-Depotdienst. Also wenn du eine Tulpenblase hast, dann nimm am besten gleich die nächste Tulpenblase. Nicht, dass du gar keine Blase hast, das wäre ja schlimm, gell? Also ohne Blase ist auch blöd. Wir sehen, dass dieser Stimulus enttäuscht aus China. Man will jetzt vor allem E-Autos fördern mit Steuererleichterungen. Der Yuan fällt auf knapp 7,2 oder Dollar-Yuan auf 7,2. Jetzt werden State Media Government Advisors call for economic support. Ja, jetzt rufen alle, ja, wir müssen die Wirtschaft unterstützen, aber viel wird offenkundig nicht passieren. Übrigens jetzt Aussagen aus China, dass die Vereinigten Staaten ihr Versprechen gebrochen hätten, dass es nur ein China gäbe, und das, nachdem man ja zunächst mal sehr freundliche Töne gehört hatte, nach dem Besuch von Blinken in Peking. Wir kommen nach die Europa, wo wir heute frische Zahlen zur Inflation aus dem Vereinigten Königreich bekommen haben, wieder höher als erwartet, vierter Monat in Folge mit einer Überraschung auf der Oberseite. Wir sehen etwa die Inflation 8,7 statt 8,4%, vor allem Einzelhandelsumsatz oder vor allem die Lebensmittel sind deutlich teurer geworden. Und hier rechts sehen wir mal die Kernrate. Das ist ja der Bereich ohne Nahrung und Energie, der weltweit nicht so richtig zurückkommt, im Gegensatz zur Headline Inflation. Aber hier sehen wir in UK sogar ein neues Hoch bei der Kernrate. Morgen die Sitzung der Bank of England, die wird da etwas tun müssen. Und die EZB hierzulande in der Eurozone will auch etwas tun. Jetzt haben die Märkte das erste Mal eine Peak Rate von 4% eingepreist, also dass die EZB die Zinsen auf 4% anheben wird, und das, obwohl die Erzeugerpreise als Frühindikator der oder als sogenannte Pipeline-Inflation darauf hindeuten, dass eben durchaus aufgrund der wirtschaftlichen Abschwächung hier die Dinge sich bald wieder in Sachen Inflation beruhigen können. Abschwung der ersten Welle. Das ist die Voraussetzung, dass dann später die nächste Welle kommt. Wir sehen, die Bilanzsumme der EZB hat sich jetzt um 4,7 Milliarden reduziert. Und wenn wir noch abschließend nach Deutschland kommen, dann sehen wir, jetzt kriegt Intel nicht nur 10 Milliarden Euro an Subventionen, jeder Arbeitsplatz 1 Million. Da fragt man sich, was ist denn mit der anderen Industrie in Deutschland? Die lasst ihr gegen die Wand fahren und macht dann so ein Leuchtturmprojekt, so ein Symbolprojekt mit Intel. Das fördert ihr mit 1 Million pro Arbeitsplatz. Jetzt sollen die auch noch günstigen Strom bekommen, im Gegensatz zu anderen Firmen, die in Deutschland produzieren. Und das für Intel, die ja wahrscheinlich technologisch hinter TSMC, diesem taiwanesischen Produzenten hinterhergehen. Also das Ganze zahlt der Steuerzahler, das zahlt der Stromkunde. Wir werden für diese Subvention wieder bluten müssen. Und selbst die Taz kommt zum Ergebnis: nach über 20 Jahren Energiewende und Subventionen in Höhe von hunderten Milliarden Euro hat Deutschland nicht nur das fossillastigste Netz Westeuropas, sondern auch die höchsten Strompreise auf dem Kontinent. Da kann man sagen, rein mathematisch ein absolutes Erfolgsmodell, rein nach den Zahlen. In Deutschland der zweitschmutzigste Stromproduzent in Europa, gleich nach Polen. Kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch, das ist gut gelungen. Und jetzt kommt Lars Klingbeil, ja ein intelligenter Mensch, der sagt also, pass mal auf, wir könnten doch Unternehmen, die sich auf den Weg des klimaneutralen Umbaus machen, mit einem subventionierten Strompreis unterstützen. Und dann könnten wir Unternehmen wie ThyssenKrupp oder anderen die Garantie geben, dass wir ihnen eine festgelegte Menge abnehmen. Also das ist so richtig wunderbar auf dem Weg zum grünen Sozialismus.
Wir subventionieren deinen Strompreis, wenn du dich artig verhältst. Wir geben dir Abnahmegarantien, wenn du sozusagen ins grüne Paradies kommen willst. Das ist natürlich letztendlich nichts anderes als staatlich gelenkte Wirtschaft, und die hat in der Vergangenheit noch nie funktioniert. Ich möchte gerne mal ein Beispiel hören, wo staatlich gelenkte Politik funktioniert hat. China, okay, aber die wären wahrscheinlich oder sind ja teilweise hyperkapitalistisch, teilweise komplett staatsgelenkt. Nachdem man da die Schleusen geöffnet hat, hat sich diese extreme Power dann eben entfalten können. Bis ins 17., 18. Jahrhundert war China mit Abstand die Nummer 1 in Sachen BIP in der Welt. Hier sehen wir mal die Liste der Länder nach Staatsquote. Und da ist Deutschland ganz entspannt auf Platz 19 mit einer Staatsquote von über 51%. Alles über 50% ist Sozialismus, hat Helmut Kohl gesagt. Eins ist klar, so wie Klingbeil und andere sich ausdrücken, wird diese Quote noch weiter nach oben gehen. Das wird nicht zum Segen unserer Wirtschaft und unserer Zukunft sein. Zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Heute 16 Uhr, Fed Paul vor der Aufgabe, die Pause bei Zinsen zu erklären. Wie ist da eigentlich das Umfeld? Da Hintergrundinformationen, was die einzelnen Lager hier denken, wie sie Druck ausüben. Erste Empfehlung und zweite Empfehlung, was macht eigentlich der DAX? Um die 16.000 Punkte fällt die Richtungsentscheidung. Also zwei Empfehlungen, 16 Uhr werden wir den Live-Feed der Anhörung von Paul Ihnen zur Darstellung bringen bei finanzmarktwelt.de. Jetzt sage ich erstmal Servus, ciao.